Guten Abend. Die Schauspielerei wurde ihr in die Wiege gelegt. Das ist nun mal nichts Außergewöhnliches. Es gibt viele Töchter und Söhne bekannter Schauspieler im gleichen Beruf. Bemerkenswerter ist da schon ein bisschen, dass sie das sattsam bekannte Trauma offenbar nicht entwickelt hat, Kind berühmter Eltern zu sein. Ganz ungewöhnlich allerdings ist ihre Behauptung, sie sei nicht Schauspielerin geworden, um bekannt zu werden. Na, und das ist ihr ja auch gründlich misslungen. Sie ist inzwischen eine der, tja, und da stockt das Wort bei mir auf der Zunge, Bildschirmstars. Das ist ein furchtbares Wort, aber was soll ich machen? Sie ist es nun mal. Es ist ganz interessant, Sie zu fragen, ob sie damit vielleicht ein Problem hat. Herzlich willkommen, Gabi Dohm. So. Also ich meine, Frau Dohm, das ist einer der ältesten Sprüche in unserem Beruf. Keiner von uns hat diesen Beruf je ergriffen, um unbekannt zu bleiben. Ja. Also wenn das tatsächlich stimmt, dass Sie das gesagt haben sollen, dass Sie nicht Schauspielerin geworden sind, bekannt, ist das Koketterie oder was ist das? Nein, ich glaube, ich habe mir darüber nicht so Gedanken gemacht. Und also ich will Ihnen sagen, für mich ist das Spielen wichtig. Ich spiele so gerne. Und das Bekanntsein, es folgert ja nicht, dass Sie bekannt sind, wenn Sie bekannt sind, dass Sie dann wieder spielen können und schöne Rollen bekommen. Das dachte ich immer. Das habe ich aber mittlerweile mitgekriegt, dass das bei uns in Deutschland nicht so ist. Unter Umständen geht es schon los. Oh, da sind wir ja schon, mittendrin. Also sagen wir mal, ich bin Schauspielerin geworden durch vielleicht einen Zufall, durch warten müssen. Ich wollte Kinderbücher illustrieren und hatte ein Jahr zu warten, bis ich auf die Akademie kommen konnte. Und da wollte ich nicht untätig rumsitzen. Und da habe ich vorgesprochen bei der Bonges in Berlin. Die hat mich genommen und dann bekam ich den Ehrgeiz und wollte gut sein, weil meine Eltern wunderbare Schauspieler sind. Und ich dachte, hoffentlich sagen jetzt nicht alle, Gott, die macht das jetzt nur, weil die Eltern das auch sind. Und irgendwie kam ich zu Strux, der halt ein toller Theatermann war. Und es hat mich einfach gebissen und ich wollte nur noch spielen. Und das ist der Satz, dass ich eben mir nicht darüber Gedanken machte, bekannt zu werden, sondern ich wollte schöne Rollen kriegen, das war mir wichtig. Man hätte ja nur sagen können, Sie sagen also so wichtige Dinge, ohne vorher darüber nachzudenken. Ja. Man könnte aber auch sagen, Sie haben also widerlegt, dass Sie eitel sind. Sie wollten nicht aus Eitelkeit dahin. Nein. Aber da klang schon wieder so ein bisschen was raus. Wollten Sie bewusst nicht in die Schauspielerei wegen Ihrer Eltern? Bewusst, ich fand, dass das so schwierig war. Ich habe einfach mitgekriegt, wie schwer der Beruf ist und dass man so viel Glück braucht, dass es nicht unbedingt mit Können zu tun haben muss, dass man wieder zu tun hat, zu arbeiten hat. Dass es eben so viele Zufälle sind und das fand ich eigentlich schrecklich. Und dass man immer abhängig ist von anderen. Dass man in die richtige Zeit geboren wird, dass man der richtige Typ ist, dass man den richtigen Partner hat, den richtigen Regisseur. Ich dachte, gut, wenn ich meine Illustration mache, kann ich zu Hause sitzen, ich arbeite, wann ich will, ich kann meine Gedanken und meine Fantasie blühen lassen. Es kommt keiner, der sagt, also das finde ich ja nun ganz grässlich, was Sie da machen. Lassen Sie mal weg und die Haare schneiden Sie mal ab und ziehen Sie sich mal anders an. Das hat mir nicht so gefallen. Das habe ich bei den Proben natürlich bei meiner Mutter mitbekommen. Mhm. Also es ist ein paar Mal Eltern und Mutter ist gesagt worden. Ich meine, nicht unbedingt in Anlehnung an das Sprichwort, dass die Nachwelt dem Mimen bekanntlich keine Grenze pflicht und dass der Ruhm dieser Welt so schnell vergeht. Also der Vater war Will Dohm, ein herrlicher Schauspieler, eine richtige Type. Mhm. Nicht wahr? Und die Mutter ist die Heli Finkenzeller und die sitzt heute hier und die möchte ich ganz. Ganz herzlich begrüßen und da bleibt doch noch mal drauf mit dem Bild. Ich möchte mal sehen, wie sie jetzt reagiert bei dem, was ich sage. So, ich bin ja noch nicht fertig mit meiner Begrüßung. Wollte Sie ganz einfach fragen, ob Sie es stört, wenn ich hier coram publico zugebe, dass ich mal eine Zeit lang unheimlich in Sie verknallt war. Schlimm? Da ist noch einer. Ja, wir unterhalten uns nachher draußen darüber. Ja? Der Streit gehört jetzt nicht hier rein.
Ich freue mich, dass Sie da sind und ich freue mich, dass Sie so vielen Menschen bei uns so lange Zeit und bis heute und hoffentlich noch lange so viel Freude bereitet haben. Ja. Danke, Hilde Finkenzeller. Die Frage müsste ich jetzt natürlich dann an Sie stellen, aber vielleicht kann ich Sie vorab für irgendwann mal hier auf diesen Stuhl einladen und dann können wir darüber reden. Aber waren Sie einverstanden damit, dass die Gabi Schauspielerin wird? Es kam sehr überraschend für mich. Tatsächlich? Wie kann sowas überraschen kommen? Sie war so still und hatte eigentlich gar nicht gezeigt, dass sie das wollte. Danke, das andere dann das nächste Mal. Wieso waren Sie so still? Geknechtet von der Mutter? Nein, nein. Vom Vater? Nein, die haben gesagt, Schauspielerei, wir wissen, was das für ein Beruf ist. Du nicht. Nein, es haben sich eigentlich alle gewundert, dass ich das werde. Meine Freundin hat immer gesagt, wie, das geht doch gar nicht. Du redst nicht, du lachst sehr viel, das tust du, aber das braucht man vielleicht in dem Beruf nicht so. Nein, ich habe so vor mich hingebrütet und mir meine Pläne still ausgedacht und... ja, das ist eigentlich nach wie vor so. Die Mutti wusste, glaube ich, auch bis vor kurzem nicht, dass ich hier mit Ihnen sprechen werde. Ich erzähle von meinen Plänen so wenig. Wann fing das mit dem Brüten an? Das interessiert mich. Mit dem Brüten? Mit dem Brüten? Sie meinen über den Beruf? Ja, ja. Ja, ja. Ja. Über die Fragen dieser Welt, die ja, Schwierigkeiten. Mit zwölf. Ja, da brütet man natürlich besonders heftig. Ja. Ja. Ja, was haben Sie denn da so alles gedacht mit 12? Naja, ich war auf einer Klosterschule und wir wurden sehr renitent. Da bleiben wir noch ein bisschen. Ja. Das ist ergiebig, glaube ich. Ja. Erzählen Sie ein bisschen was von der, naja, der Renitenz auf der Klosterschule. Ach Gott, wir waren, da kann man eigentlich nicht so viel erzählen. Ich war nicht so glücklich über meine Erziehung dort und über die Schwestern und über die etwas, fand ich, hinterwäldlerische Art, uns zu erziehen und... Mhm. Ich wollte einfach mich schnellstens davon befreien, schnellstens aus der Engigkeit daraus und war halt neugierig auf die Welt und wollte eben auch schnell Reisen machen ins Ausland. Das mochte die Mutti nicht so gerne. Und damals dachte man noch, die Töchter kommen unter die Räder, wenn sie weg waren. Sind Sie froh darüber, dass ich bis jetzt noch nicht ein einziges Mal die Schwarzwaldklinik erwähnt habe? Ja. Ich hatte bei den Recherchen ein bisschen das Gefühl, dass das ein Thema ist, das Sie, ja, also zumindest nicht zum Hauptthema des Abends gemacht haben möchten. Nein, ach warum? doch, nein, das kann ich, das war schon eine tolle Zeit. Nein, ich finde alles drumherum so viel interessanter. Ich finde, der Erfolg war für mich umwerfend. Er hat mein Leben sicherlich sehr verändert. Er hat mein Bewusstsein zu unserem Beruf verändert. Ich habe ja sehr lange im festen Vertrag nur an Theatern gespielt. Ich habe nie selten eine moderne Frau gespielt. Ich hatte nie mit der Presse zu tun und es hat mich mehr in die Welt rausgeschleudert. So ist man in seinem Kasten, ist sehr gesichert im festen Ensemble, wird nicht angegriffen, nicht zu sehr angegriffen. Und ich muss sagen, natürlich, ich spreche gerne über die Schwarzwaldklinik. Was war vorher? Was hat Sie? Sie haben sehr viel sich oder fast ausschließlich im klassischen. Ja. Bereich bewegt und Sie haben gesagt, Sie hätten immer so gerne gelacht. Mein Anliegen war immer, Komödien zu spielen, weil schon auf der Schauspielschule waren die Mädchen immer, sie wollten gerne weinen, sie wollten gerne schreien, sie wollten verzweifelt sein, sie wollten in sich gekehrt sein und keiner ging so aus sich raus und wollte einfach normal und lustig sein und die Leute zum Lachen bringen und ich mochte und mag nach wie vor Shakespeare gern und schwärme für Molière. Und das war eigentlich das, was ich spielen wollte. Mhm. Und da kam ich eben gleich zu Strux. Und Strux war, das ist so ein Theatermann, wie man ihn sich wünscht, aus dem Vollen heraus inszeniert, konnte sehr gut mit Frauen umgehen. Und ich hatte so viel Glück. Ich habe dann nachher mit Hilbert, der ja auch so jemanden, den es eigentlich kaum mehr gibt, dann kam Lietzau und Nölte. Ich hatte sehr viel Glück und habe mit sehr vielen guten Leuten da gearbeitet. Bergmann. Und es waren eigentlich immer klassische Rollen. Mhm. Nee, das klingt jetzt fast so ein bisschen nach Name-Dropping. Ja. Einfach fallen lassen von Namen. Ja, das bedeutet, dass mir an diesen Menschen sehr viel bedeutet und an der Art,
der Art des Theaters, das sie gemacht haben. Mhm. Nämlich, dass sie sich um die Sprache gekümmert haben, dass sie sich um ein Stück gekümmert haben, dass sie sich um den Inhalt des Stückes gekümmert haben, dass sie sich nicht selbst inszeniert haben, dass wir nicht nackt über die Bühne gehen mussten, dass wir die Rollen spielen durften, wie sie geschrieben waren und trotzdem, glaube ich, sehr modern waren und trotzdem zeitkritisch waren. Und deswegen hänge ich an diesen Regisseuren und an dieser Zeit so. Da liegt natürlich jetzt eine ganze Welt von, wenn ich es richtig gehört habe, von Vorwürfen über die heutige Theaterszene drin. Mhm. Was passt Ihnen nicht? Also eigentlich das Gegenteil von dem, was Sie gerade gesagt haben. Ja, ich habe halt zum Schluss habe ich halt Dinge spielen müssen, die Klassiker, die so verändert wurden, dass ich einfach traurig wurde. Ich finde nicht, dass man von außen hin verändern muss. Es wurde immer mehr das Bühnenbild wichtiger. Die Bühnenbilder wurden unendlich teuer. Die Kostüme wurden wichtig. Es war, die Proben dauerten 4 Monate. Und dann hat man das so 2 Jahre wiedergekäut. Wenn es ein Misserfolg war, musste man gerade stehen für Dinge, von denen man sowieso nicht überzeugt war. Das hat mich so in den letzten 2 Jahren vor der Schwarzwaldklinik so ein bisschen traurig gemacht. Das ist aber ja nun nicht nur eine Insider-Diskrepanz. Ja. Wir wissen beide, dass man in dieser Branche mit Messern aufeinander losgeht und die Positionen verteidigt und sagt, das Alte muss aus dieser festen Form herausgeholt werden und es muss modernisiert werden. Mit dem alten Zoff kann man keine Leute mehr ins Theater kriegen und die anderen sagen, nein, genau das Gegenteil ist der Fall. Mhm. Es gibt eine gewisse Werktreue und Sie stehen also auf der Seite, dass das, wie es mal war, so bleiben soll und so gebracht werden soll. Nein, man kann es schon mischen, wissen Sie, ich finde, man kann das doch durchaus mischen und mich hat halt immer ein Gefühl oder eine Aussage interessiert und in letzter Zeit hat man das Gefühl, es wird nur geturnt auf der Bühne, sehr oft nur geturnt, es ist virtuos und Virtuosität ist wunderschön, aber zwischendrin muss doch irgendetwas noch da sein, eben was mit dem Stück zu tun hat, was einen berührt, wo ich unten sitze und nicht nur sage, Mensch, das ist ja ein tolles Bühnenbild und was sie alles treiben. Ich möchte unten sitzen und heulen und lachen. Deswegen bin ich zum Theater gegangen. Und wenn ich unten sitze, sitze ich immer noch wie ein Kind da und ich liebe einen Vorhang, den wir kaum mehr haben, der dann aufgeht und wo man dann ein Bühnenbild sieht und Menschen sieht, die Menschen beobachtet haben und fähig sind, das auszustrahlen. Und dem traue ich irgendwie schon nach. Mhm. Sie haben vorhin was ganz Interessantes gesagt. Sie hatten in dieser Zeit, obwohl bestens beschäftigt, mit interessanten Rollen versehen, mit den größten Regisseuren, die Sie alle genannt haben, zusammengearbeitet. Und doch kam da so ein bisschen raus, ja, ich sage es mal ein bisschen provokant, im Verborgenen geblüht. Und plötzlich kam nun etwas, was so in der oberflächlichen Beurteilung durch die Zeitungen geistert als Soap Opera, also die ganz oberflächliche Art, sich mit Dingen im Fernsehen auseinanderzusetzen. Und da war die Schwarzwaldklinik. War das nicht schwierig zu entscheiden, sowas anzunehmen? Oder hat man Sie vorher darauf aufmerksam gemacht, was damit unter Umständen verbunden sein kann? Ja, das hat man getan und ich habe auch eine ganze Weile überlegt, es sollten ja nur 12 Folgen sein, aber ich fand es unerhört reizvoll, einfach mal was anderes zu machen, mit einer Kamera zu arbeiten. Das war das Erste. Das Zweite war, dass ich wusste, dass die Rolle sich entwickelt. Im Grunde genommen habe ich ja zurückgespielt, ein junges, etwas ahnungsloses, junge Frau, sagen wir mal, bis hin zu einer erfahrenen Ärztin. Die Rolle hat durchaus einen Bogen. Und es interessiert mich, Unterhaltung zu machen. Und ich finde es so schade immer bei uns, dass wir das so trennen, dass es eine andere Qualität haben soll, dass eine Unterhaltung weniger Qualität haben soll als Theater und dass die Theaterleute sich eben eine Serie nicht anschauen, dass wir uns gegenseitig nicht informieren, was der andere macht. Ich bin immer wieder erstaunt, wenn Leute kommen und mir triumphal sagen, ich hab nicht eine Folge gesehen. Dann kann ich immer nur sagen, ja, so ignorant kann man gar nicht sein. Ich schaue mir doch die Sachen von den anderen auch an. Ich schaue mir alles an, was es nur gibt, um zu wissen, was andere machen. Das sollten wir tun. Nee, das kann sich also nur schlecht zum Problem entwickelt haben, denn es gibt Einschaltziffern und die werden höchst genau beobachtet. Und
Wer also nur davon ausgeht, dass die Schwarzwaldklinik schlechter einzahlt, sie werden, der hat ja nur überhaupt keine Ahnung von dem, was sie da abgespielt hat. Ja, schon, aber ich meinte jetzt Leute in unserem Beruf, nicht? Also Regisseure vor allen Dingen, nicht? Die sich eben wenig anschauen. Das Füchse, denen die Trauben zu hoch hängen vielleicht? Vielleicht. Die das auch gerne machen würden? Also ich weiß und habe das mit Vergnügen gelesen, dass der Produzent Wolfgang Rademann, der hat Ihnen vorher quasi prophezeit, was da passiert. Das hat er, das habe ich nicht glauben wollen. Und Sie haben es nicht geglaubt. Ja. Was hat er prophezeit? Na, er hat gesagt, dass die Leute bei mir zu Hause anrufen werden, dass ich eine Geheimnummer haben muss, dass man also Hallo Gabi auf der Straße rufen wird und ja, dass ich, weiß ich, nicht die Mutter der Nation, aber irgend so ein Satz mit Nation, irgendwas der Nation werde. Und das habe ich nicht geglaubt. Das haben wir eigentlich alle nicht geglaubt. Also, dass das so ein Erfolg das ist ganz interessant. Wenn die Leute auf der Straße rufen, rufen die Gabi oder rufen die Christa? Ja, sie haben zuerst Christa gerufen, aber jetzt rufen sie Gabi. Denn das ist auch immer ein Problem, dass man aus so einer... aus so einer Serie rausgeht und plötzlich ist man nicht mehr sich selber, sondern man ist dann also Derek oder man ist der Alte, man ist der Kommissar, man ist die Christa. Ich hatte Schwierigkeiten damit, muss ich zugeben. Naja. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass mein Freund Klaus Busse jetzt zuhören sagt, der hat nicht gesagt, sagt man, Herr Professor Brinkmann, ist es wirklich wahr, dass der aufgefordert wurde, Blinddarme zu schneiden? Und so? Na ja, doch. Also man ist überrascht, dass die Menschen einen so, dass das so für bare Münze ist, dass man wirklich eine Ärztin oder eine, dass sie wirklich glauben, die Schwarzwaldklinik ist da und dass wir wirklich dort arbeiten. Auf der anderen Seite habe ich mir immer gedacht, wie könnten wir damit umgehen, mit dieser Naivität und mit diesem Glauben wollen und mit dem sich verzaubern wollen? Das ist doch fantastisch. Ich meine, das ist eine Chance für unseren Beruf. Sollten wir begreifen. Jetzt ist es ja nun mal so, die Schwarzwaldklinik gibt es nicht mehr. Was kommt danach? Was ist das Problem für jemanden, für alle, die daran beteiligt waren? Häufen sich die Angebote noch, während man das macht und man wartet begierig, dass also irgendwas zu Ende geht, damit was Neues beginnen kann? Oder ist man, wenn sowas zu Ende gegangen ist, plötzlich umgekippt und ausgelaufen? Hängt man in der Gegend herum und sagt, wieso kommt kein neues Angebot? Oder sagt man selber, da sind so viele, aber ich kann nach dem das oder dies oder jenes nicht mehr tun? Oder ist bei Ihnen sogar der Wunsch gewachsen, zurück auf die Bühne, zurück in das etwas weniger nach außen gekehrte? Ja. Also ich lasse mir da immer, das kommt auf die Nummer des Brütens und lange in mich hineinhorchens, ich lasse mir viel Zeit und ich habe immer gedacht während dem Drehen, die erste Gelegenheit einer Bühne, die sich mir bietet, werde ich sofort ergreifen. Und dann kam das Angebot, allerdings waren wunderschöne Angebote, wunderschöne Rollen. Das eine war in Wien, das andere in Berlin. Das hätte geheißen, dass ich wieder ein halbes Jahr in einer fremden Stadt wohne, lebe, ohne Familie. Das habe ich gemerkt, dass ich das nicht schaffe. Ich habe nach den 4 Jahren einfach das Zuhause gebraucht. Ich glaube, dass ich da sehr wichtig im Moment bin für meinen Sohn. Und das hat mich ein bisschen unsicher gemacht, weil auf der einen Seite kriegt man die Angst und sagt, ja, man muss ja dranbleiben in dem Beruf. Auf der anderen Seite musst du dir die Chance lassen zu sagen, nee, jetzt machst du mal nichts. Dann kamen Tourneen, dann habe ich mich auch da, man setzt sich ja immer so leicht in die Nesseln, wenn man absagt. Man wird ja eigentlich eher unbeliebt, wenn man absagt. Also da habe ich auch abgesagt. Ja, und dann habe ich gesagt, lass dir Zeit, überlege, was willst du machen. Und ich, wenn ich mir das wünschen könnte, ich würde gerne mit jungen Leuten arbeiten. Ich würde gerne experimentelle Geschichten machen. Ich würde auch auf kleinen Bühnen irgendwas ausprobieren. Allerdings in München, weil ich einfach im Moment nicht wieder durch die Gegend jagen will. Ich würde gerne einfach auch junge Leute, junge Autoren, junge Regisseure kennenlernen. Ja, einfach was Neues entdecken, was anderes entdecken, was ich noch nicht gemacht habe. Vorhin war etwas sehr interessant, was Sie gesagt haben. Sie glauben, dass Sie jetzt für Ihren Sohn sehr wichtig sind. Warum? Weil der ins Gymnasium übergewechselt ist. Und ich finde, das ist eine wichtige Zeit. Ich habe das immer gemacht, auch am Theater. Ich habe zu bestimmten Zeiten aufgehört, auch als er in den Kindergarten kam, aufgehört, bei Schulwechsel aufgehört.
Und ich merke, das tut ihm unendlich gut, dass ich da bin, Haushalt mache, koche, Schulaufgaben betreue, abfrage. Mir tut es auch sehr gut. Ich komme wieder auf den Boden zurück. Natürlich ist man durchgedreht nach so einem Erfolg. Ich glaube nicht, dass man im siebten Himmel Halten schwebt, Sie aber. das für eine, Entschuldigung, ganz normale Entscheidung für eine erfolgreiche Schauspielerin und Mutter, oder ist das ein besonderer Prozess, den man durchmacht, um sich für das eine oder für das andere zu entscheiden? Denn das geschieht ja nicht immer und überall. Na, es ist auch nicht immer eine leichte Entscheidung. Ach, ich finde, dass sich Schauspieler unendlich um ihre Kinder bemühen. Das muss ich jetzt mal so pauschal sagen. Ich kenne nur Kolleginnen, die sich unentwegt Sorgen machen und die sagen, ich mache das aber nur die Serie, wenn sie das alles nach München verlegen. Und wie mache ich das? Und Tourneen absagen. Ich kenne unendlich viele davon. Wir sind auch immer in Kontakt und sagen, wie war es denn bei dir damals? Wie hast du das geschafft? Wie bist du da um die Runde gekommen? Wo hast du da ein Kindermädchen? Hat das einen Sinn mit Kindermädchen? Wie hat denn da dein Vater? War der da oder deine Großmutter? Wie geht das? Also wir hangeln da unentwegt herum und ich glaube, es ist normal. Bleiben wir noch ein bisschen bei der Schwarzwaldklinik, der man unter manchmal grotesken Umständen vorgeworfen hat, sich um Dinge zu kümmern, die in sowas gar nicht hinein gehören, angeblich. Was gehört nun Ihrer Meinung nach in eine solche Serie oder was gehört nicht in eine solche Serie? Und wie selber sind Sie involviert in Ihrem privaten Bereich mit Geschichten, in die Sie in der Rolle hineingekommen sind? Kann man das völlig separieren? Oder hat man, wenn man spürt, wie es draußen ankommt, welche Verantwortung übernimmt man selber mit dem, was man in der Rolle tut? Man übernimmt schon eine Verantwortung. Also war immer so ein bisschen frauenkämpferisch. Ich habe immer versucht, die Frauenrolle so ein bisschen zu verteidigen. Nicht? Die berufstätige Frau, das kann ich ja nun aus eigener Erfahrung sagen, die Schwierigkeiten mit Kind, mit Zuhause, Probleme mit Erziehung, Probleme, die Krankenhausprobleme angehen, wie sehr man Zeit hat, sich um Kranke zu kümmern. Wir haben da schon immer versucht, auch das aufs Trapez zu bringen. Die schönsten Folgen wurden manchmal gekürzt. Das waren die kritischen Folgen. Die Kindesmisshandlung, an der mir sehr viel lag, weil gerade vorher in den Zeitungen stand, wie viele Kinder misshandelt werden, mit ganz erschreckenden Fotos. Und dann sagt man ja, um 7:30 darf man das nicht senden, das dürfen die Kinder nicht sehen. Und ich finde, die Kinder dürfen sehen und die Eltern vor allen Dingen müssen sehen. Und das ist eine große Chance für eine Serie, solche Dinge zu bringen. Manchmal ist es schade, dass man nicht aktueller sein kann, weil man eben ein halbes Jahr oder ein Jahr voraus produziert. Also je mehr man diese Chance nutzt, glaube ich, zu kritisieren und anzuklagen, desto mehr sollte man das tun. Und man kann es ja auch wirklich gut verpacken. Das haben wir ja auch gemacht. Wir haben es, glaube ich, schon gut verpackt. Engagement für die Frau in den Rollen. Ich möchte einfach mal groß sagen, Ja. weil ja, ich sehe schon, Sie gucken ab und zu so Ja. sehnsüchtig dahin. Ich auch, Prost. Sie beklagen sich ein bisschen über die Chancenungleichheit zwischen Frauen und Männern. Ist das generell im Leben oder ist das besonders auf den Beruf bezogen? Und da möchte ich mal ein bisschen reizen, denn, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, dann zeichnen Sie selbst ein wenig schmeichelhaftes Bild der deutschen Frau überhaupt. Zu wenig Witz, zu wenig Charme, zu wenig Flair, zu wenig Attraktivität, zu wenig Weiblichkeit, hat sie alles gesagt. Also mir ist das entschieden zu viel, zu wenig. Ja, doch, das kann ich Ihnen erklären. Ich meine, innerhalb einer Rolle. Wissen Sie, Sie kriegen eine Rolle, da sind Sie brav, oder Sie kriegen eine Rolle, da sind Sie bös, oder Sie kriegen eine Rolle, sind Sie schwarz, oder kriegen Sie eine Rolle, sind Sie weiß. Sie dürfen aber nicht schwarz-weiß sein. Sie dürfen nicht gestreift sein. Sie dürfen nicht, also es gibt Fälle, wo sie es dürfen, und ich habe fast wirklich versucht, da in der Schwarzwaldklinik das irgendwie herauszubekommen. Und ich finde, die Bücher hatten da Möglichkeiten und wir konnten das auch zeigen. Aber im Großen und Ganzen, wenn Sie sich vorstellen, wenn Sie die Filme sehen, wenn Sie jetzt sehen, wie viel deutsche Filmemacher Geld bekommen, um Filme zu produzieren und sich dann wieder Ausländerinnen holen für die Rollen, da werde ich schon ein bisschen traurig, weil sie immer glauben, die haben es und wir haben es nicht. Ich nehme es an, dass sie das glauben, sonst würden sie ja nicht Ausländerinnen holen, während deutsche Männer
ins Ausland geholt werden. Wir haben da wenig Möglichkeiten. Ich frage mich, vielleicht stimmt es, dass wir etwas trocken sind. Ich glaube, wir haben zu wenig Chancen, die Vielseitigkeit zu zeigen. Und wenn ich so Drehbücher lese, so sind sie wirklich sehr einseitig für uns geschrieben. Und schauen Sie, es ist in einem Drehbuch, gibt es unendlich viele gute Männerrollen. Und dann gibt es vielleicht ein, zwei Frauenrollen, die ergiebig sind. Also Sie beklagen nicht die natürliche Ausstattung der deutschen Frau, sondern Sie beklagen sich über die Autoren. Ich beklage mich über die Autoren und über die Möglichkeit, nur und über Beruf, nur Beruf. Mhm. Ja, also es ist jetzt nur beruflich gedacht gewesen. Denn ich bin ein bisschen erschrocken, weil ich gesagt habe, wir haben doch herrliche Frauen hierzulande. Ich wollte Sie fragen, ob Sie nie was vom Fräulein Wunder gehört haben. Sie sind doch... Nein, ich habe das nur auf Rest die... Ro- ich der Welt nur auf fällt Fräulein der Unterkiefer runter. Die kriegen Maulsperre über unsere Frauen. Jetzt abgesehen von Steffi Graf, aber... Es gibt ja auch noch ein paar andere. Naja, aber schauen wir uns so eine Rolle wie Steffi Graf. Das wäre ein herrliches Drehbuch über so ein Mädchen, das immer wieder erfolgreich ist, wie die damit zurechtkommt. Wie die damit zurechtkommt, plötzlich einmal gleich verschrien zu werden, weil sie einmal keinen Erfolg hatte. Das sind schöne Rollen, die werden für uns nicht geschrieben. Mhm. Woran liegt das, Ihrer Meinung nach? Haben wir keine Autoren oder... Ich glaube, also ich höre ja immer, dass es überall keine Autoren gibt. Ich habe jetzt wieder gehört, dass die Meryl Streep sogar verzweifelt, weil sie keine für sich Drehbücher findet. Aber wenn ich zum Beispiel einen Film wie Working Girl sehe, wo es auch Geschichten für zwei Frauen gibt, das gibt es bei uns nicht. Und ich frage mich, ich kann sie nicht beantworten eigentlich, denn ich habe so auf die Frauen jetzt gehofft, auf die Dörri und, na Gott, die hat dann schon Stoffe für Frauen. Ich warte auf die Frauen, die jetzt schreiben und die Regisseurinnen sind und auch Frauen, die produzieren. Ich glaube, das wird schon einiges verändern. Vielleicht können die Männer nicht so sehr gut mit uns. Vielleicht können sie mehr mit ihrem eigenen Geschlecht. Vielleicht haben wir auch was falsch gemacht, weil ihr da so tappt. Vielleicht haben wir auch viele schon verdorben und sind wirklich ein bisschen zu wenig weiblich geworden vor lauter Ehrgeiz, uns endlich mal durchzusetzen. Das kann sein. Ich habe gedacht, da bricht jetzt Jubel aus. Da wäre doch zum Beispiel jetzt heute Abend diese Sendung ein wunderbares Podium. Darüber noch weiter zu, was würden Sie denn zum Beispiel gerne spielen? Nun kommen natürlich im Ausland wahrscheinlich auch sehr viele Ihrer Kolleginnen selbst und sagen, das möchte ich. Kann man das bei uns nicht? Also ich fange jetzt ein bisschen damit an. Mhm. Ich habe mir ein paar Sachen... Was heißt, womit? Mit Stoffen vorzuschlagen. Schreiben kann ich selbst nicht. Auch? Nein, das würde ich nicht machen. Ich kann nur sagen, ich finde diesen Stoff gut. Ich würde den vorschlagen, ich kann zu einem Schriftsteller gehen und sagen, würden Sie, glauben Sie, man kann was daraus machen? Der kann zum Produzenten gehen und sagen, würden Sie das jetzt, und das ist wieder der Vorteil der jetzigen Popularität, dass man eben hingehen kann und sagen, schauen Sie, ich würde gern was anderes machen. Man kriegt zumindest die Möglichkeit eines Gesprächs, was halt vorher nicht möglich war. Gefragt wurde ich, ob ich schreibe, aber mehr im Zusammenhang mit einem Buch, ob ich über mein Leben schreiben mag, ob ich über unseren Beruf schreiben mag. Da habe ich noch nicht so angebissen. Ich möchte Sie ja noch ein bisschen in diese Richtung schubsen. Warum denn eigentlich nicht? Das sind so... Selber schreiben, meinen Sie? Ja, das sind so... Zumindest den Versuch machen. Einfach hinsetzen und sagen, ich versuche jetzt also immer klar zu machen, was ich gerne möchte. Ja. Offensichtlich ist niemand da, der mit uns Frauen so gut umgehen kann, wie Sie sagen. Und ich selber bin ja auch der Meinung, es liegt doch, woran liegt es, dass bei uns die Geschichten, die wie überall in der Welt auf der Straße liegen, dass niemand da ist, um sie aufzuheben und sie zu schreiben? Liegt es vielleicht daran, dass wir bei uns immer zu viel wollen, zu viel in so eine Geschichte reinpacken und sie sich nicht entwickeln lassen? Denn es ist schon richtig, wenn ich zum Beispiel mir andere Sachen ansehe, sage ich, es ist eigentlich eine ganz einfache Geschichte, wo es um Menschen geht und deren Reaktionen auf das, was im täglichen Leben passiert. Bei uns muss es also immer wahrscheinlich ein ganzes Eckhaus von Problemen sein, das da abgehandelt wird. Ich glaube, dass wir wirklich nach dem Zweiten Weltkrieg ein bisschen unsere Identität verloren haben, dass wir kein Gefühl für unser Land haben vielleicht auch, dass wir immer sagen, im Ausland ist es so toll und nicht wissen, wie wir eigentlich sind. Und dass wir Humor
verloren haben ein bisschen. Und die Zuneigung, einfach die Nettigkeit, die Weichheit, das Lachen über Dinge, das haben wir irgendwie verloren. Ich glaube nicht, dass das früher so war. Ich habe neulich einen Ausschnitt gesehen, da gibt es so eine herrliche Sendung damals. Und da sieht man, wie die Menschen so nach dem Krieg miteinander umgegangen sind. Das war immer noch ein Lachen da. Und dann kam der Ehrgeiz, Geld zu verdienen und Geld zu machen. Und sicherlich braucht man viel Geld, um einen Film zu machen. Aber irgendwie ist es doch so auch gegangen. Und ich denke, dieses Gefühl für den anderen und das Miteinander umgehen, das fehlt uns. Und deswegen können wir vielleicht auch die Stoffe nicht finden und sie nicht schreiben. Wenn ich so amerikanische Filme sehe, es sind so viele Kleinigkeiten, die Nettigkeiten zeigen, wo weil jemand so macht oder so macht und so macht und guckt. Bedienen Sie. Ja, das fehlt. Das haben wir nicht mehr. Nun sagt man uns ja nach und hat es schon immer getan, dass wir dann, was den Humor betrifft, nicht so viel zu verlieren brauchten, weil wir das angeblich ja nicht so sehr haben, wir Deutschen. Ja, dann könnte man sagen, wir haben das Grüblerische und wir sind doch irgendwo noch romantisch oder wir sind sehr rechthaberisch, aber das sieht man in den Filmen auch nicht. Man sieht nicht so recht unsere extreme Art. Es schielen immer alle wirklich noch, auch unsere Jungfilme schielen immer als erstes ins Ausland. Kaum haben sie hier einen Erfolg gemacht, gucken sie schon wieder ins Ausland. Ich weiß nicht, die Dörri hat es Gott sei Dank nun wieder zu uns verschlagen. Und sie sagt auch, sie braucht München und sie braucht ihre Umwelt. Und das finde ich schön, das lässt also wirklich hoffen. Sie haben vorhin gesagt, Sie möchten gerne mit jungen Leuten arbeiten und Sie haben jetzt eigentlich viele Dinge gesagt, die man rausgelöst aus dem Beruflichen in das Privatleben eines Menschen übertragen kann. Davon, ja, ich spüre da so irgendwas bei Ihnen, dass da was brach liegt in Bezug auf aufmerksam machen, Menschen aufwecken, irgendetwas tun. Haben Sie da irgendwelche... Sie meinen, dass man selber losgeht? Ja, und dass man anfängt, sich nicht nur Gedanken darüber zu machen in irgendeiner resignativen Art und dann stillhält, sondern dass man aufbricht und sagt, so, nun tue ich mal was. Nee, das, also, wie sind dieses private Engagement bei Ihnen? Ich fange damit an. Also wissen Sie, es ist eine Sache, wenn man immer lange in festen Verträgen war, Aufträge bekam, was man machen soll und was man nicht machen soll, hat es schon die Gefahr, dass Sie warten und sagen, nee, das mache ich nicht, ach, das soll ich spielen, das spiele ich. Und es dauert eine Weile, wieder selbstständig zu werden. Das ist der Grund, weshalb mir nun wieder eben die Schwarzwaldklinik so Spaß gemacht hat, weil sie mich eben ins Leben ein bisschen geschleudert hat. Ich bekam natürlich auch viele Anfragen über sich engagieren, über Umwelt, für kranke Kinder, für andere Dinge. Und das hat mich schon wach gemacht. Und was das Berufliche angeht, gehe ich los und spreche Leute an. Und natürlich wird man immer gebremst, weil immer alle sagen, das können Sie doch nicht und Sie müssen doch warten. Und es ist so eine falsche Vorstellung. Ich werde selber auch gern angesprochen und gefragt, was halten Sie von etwas. Also ich gehe da schon los, aber sicherlich noch zaghaft, sicherlich noch nicht so gekonnt. Aber ich bin auf dem Weg. Ich bin ja erst seit einem Jahr, muss ich sagen, frei. Aber seit dem Jahr versuche ich schon zu kämpfen. Aber so, gerade auf dem Weg vorhin da raus haben Sie erwähnt, das Filmfest in München, dass da so unheimlich viel los war. Und dass da etwas war, wo die Leute miteinander reden, aufeinander zugehen, oder habe ich das falsch verstanden? Nein, es war so, dass ich gesagt habe, ich finde die Chance ist doch schön, aufeinander zuzugehen, aber es ist leider so, dass auch da wieder sich eben in den Kreisen die Leute treffen, die sich kennen und sowieso schon immer miteinander sprechen. Dieses neue Kennenlernen oder das Zusammenfügen von verschiedenen Leuten, von jung und alt, das findet leider nicht statt. Es treffen sich die Regisseure allein und die wollen, um Gottes Willen, keine Schauspieler dabei haben, dann kommen die Schauspieler und sagen, na, jetzt wollen wir mal unter uns sprechen. Ich fand, dass eben kein gemeinsames Gespräch stattfand. Vielleicht ist das der Beweggrund, was Sie beklagen, dass Sie sagen, so viele unserer jungen Leute, die da was tun wollen, orientieren sich sofort ins Ausland, weil sie dort vielleicht diese Kommunikation finden, von der Sie hier sagen, dass die offenbar nicht stattfinden.
Da wird über die Dinge geredet und da ist vielleicht eine größere Offenheit dafür, das, was im Augenblick geschieht. Ja, aber wissen Sie, Sie wollen ja nicht angesprochen werden. Ich habe das ein paar Mal versucht. Sie sagen immer, jetzt habe ich ein Projekt, da weiß ich ganz genau, was ich will. Bitte beirren Sie mich nicht. Und dann machen Sie so und dann ist nichts mehr möglich. Und das ist halt schade. Nicht? Mhm. Finden Sie das nicht auch? Ich meine, wie ist das bei Ihnen? Bei mir ist dieses Problem, stellt sich in dem Zusammenhang nicht, weil da, wo ich jetzt tätig bin, da findet diese Kommunikation statt. Ja, das ist schön, wenn man sowas gefunden hat. Ich bin auf der Suche, sowas zu finden. Aber es kann durchaus sein, dass das ein Ergebnis ist, dass es vor 10, 15 Jahren, als ich aufgehört habe, Rollen zu spielen, dass das auch so war und das andere hat sich daraus ergeben. Mhm. Und ich meine, in unserem Beruf kann man, in der Show kann man wenig machen, ohne Kommunikation. Mhm. Da gibt es keine sogenannten Glanz- und Alleindarstellungen. Das ist immer ein Riesenhaufen, der unbedingt zusammenarbeiten muss und Gedanken austauschen muss, weil sonst geht es überhaupt nicht. Ja. Nur gibt es ja, außer der Schauspielerin Gabi Dohm, gibt es die Mutter Gabi Dohm. Da würde ich noch ein bisschen mehr gerne darüber wissen. Nicht nur die berufliche Verbindung zur Jugend, sondern Ihre als Mutter zu Ihrer eigenen. Wo sehen Sie die Probleme heute? Was würden Sie Ihrem Sohn mit auf den Weg geben? Was will der werden? Wie alt ist der? Der ist 11 und will noch Schauspieler werden. Aha. Ja, na, also auf den Weg geben finde ich immer so schwierig. Man weiß ja wirklich nicht, wo der Weg hinläuft. Und es ist ja immer eine lange Entwicklung. Und ich verzage so im Moment so ein bisschen über die Schulen und über die ja, auch da wieder so nur Pensum und nebendran nichts, nicht? Kein Treffen, kein Auseinandersetzen mit mal eine Ausstellung besuchen oder mit moderner Musik oder diese Sachen nebendran kommen so unheimlich zu kurz. Das macht mich ganz krank irgendwie. Es muss einfach, die Noten müssen erfüllt werden und die Schulen sind drauf aus, dass dieser Notenstand erfüllt wird. Und das ist ja in Bayern nun besonders schlimm. Das bewegt mich also im Moment mit auf den Weg geben. Das kann man schwer. Man kann Leben, ihnen das Leben zeigen, ihnen alles zeigen, was passiert auf der Welt. Und dann müssen sie sich selbst orientieren. Und man kann soll mit ihnen viel sprechen, viel unterhalten, über alles sich unterhalten, fragen, was sie interessiert. Sagen, nee, das interessiert mich nicht, kannst du mal, hör dir mal das an, was mich interessiert. Und das tut er auch. Und wir sprechen über wirklich alles. Mhm. Mhm. Wie ist Ihre Meinung dazu? Sehr viel wird in unserer Zeit diskutiert über diese Schere, diese Auseinanderklafft zwischen den Jungen und den Alten. Ja. Beides in Anführungsstrichen, wann ist jung, wann ist alt. Das Verständnis der Generationen füreinander, nimmt das Ihrer Meinung nach ab oder zu? Ich finde, es nimmt zu. Mhm. Vielleicht liegt es daran, dass es jetzt auch sehr viel mehr ältere Eltern gibt. Man kriegt die Kinder nicht mehr mit 20, man kriegt sie mit 35. Man hat dann schon vielleicht seinen eigenen Weg gefunden und hat Zeit für die Kinder und beschäftigt sich vielleicht mehr mit mehr Ruhe damit. Das empfinde ich so. Mhm. Ich finde nach wie vor, dass die Jugend zu kurz kommt, so zwischen 12 und 18. Dann ist sie nicht mehr niedlich und keiner mag die Kinder mehr streicheln. Das finde ich immer so ein bisschen schade, dass immer, wenn das natürlich immer alles für Kindergarten, Kinderplätze, kleine Kinder gemacht wird. Ich finde immer, dass die Jungen, die dann eben schwieriger sind und denen man nicht mehr so die Meinung sagen kann und die eine starke eigene Meinung haben, dass die zu kurz kommen, dass man da schnell sagt, ah, das habe ich keine Nerven dafür. Das finde ich schade. Vielleicht kann man da was erfinden, was machen. Ich muss noch mal auf den Misserfolg zurückkommen, von dem ich am Anfang gesprochen habe, den Misserfolg in diesem Beruf unbekannt zu bleiben. Mhm. Jetzt sollte man annehmen, Sie können sich raussuchen, was immer Sie wollen. Alles ist offen, Sie können sich wünschen, was Sie wollen. Was machen Sie nun mit Ihrem Erfolg in der Zukunft? Wo soll das hingehen? Werden Sie wieder zur Bühne zurückgehen und aus Mangel an Humor und lustigen Dingen sich wieder in die etwas schwerere Klassik, tja, kann man sagen, zurückflüchten? Also ich muss Ihnen sagen, ich habe überhaupt keine Pläne. Ich kann Ihnen das nicht beantworten. Ich habe gar keine Pläne. Ich lasse mich wirklich treiben und sammle
Eindrücke und sammle, hoffe, Menschen kennenzulernen, die mir helfen, was Neues zu finden, oder warte auf Ideen, die mir kommen, etwas anderes zu finden. Sicherlich hat man immer wieder den Wunsch, nicht vor der Kamera, sondern auch mal was zu tun, was nicht immer nur mit Spielen zu tun hat. Deswegen finde ich toll, was Sie machen und für sich gefunden haben, weil irgendwo wiederholt sich der Beruf und man denkt immer, ab 45 muss es doch, müsste man doch den Mut haben, noch mal was ganz anderes, was Neues zu machen. Aber das ist schwer, wahnsinnig schwer zu finden, und das braucht Zeit. Und also ich kann das kann ich nicht beantworten. Dann fällt mir vielleicht ein ganz guter Schluss dazu ein, weil ich habe manchen Gast aus dieser Sendung entlassen, der vollgepackt war mit Plänen bis da oben hin, und nur wenig hat sich davon dann realisiert. Und heute entlasse ich also mal jemanden aus dieser Sendung, der überhaupt keine Pläne hat. Null. Sie sagt, Sie haben keine Pläne. Sie wissen gar nicht, was kommt. Das Schönste von all den Plänen, die Sie nicht haben, möge bald in Erfüllung gehen. Ja. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Herzlichen Dank.